Wir sehen unter anderem Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur. Jeder Staatsgast erweist dem Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi seine Reverenz. Auch wir. Auf dem Verbrennungsplatz befindet sich eine blütengeschmückte Gedenkstätte. Bei der Fahrt durch Neu-Delhi passieren wir das Regierungsviertel mit der Residenz des Staatspräsidenten, den Ministerien und dem Parlamentsgebäude. Das India Gate ist ein Triumphbogen, errichtet für alle gefallenen indischen Soldaten. Die Jugend trifft sich gerne im Lodi-Garten. Der Enkel Akbars, Shah Jahan, scheute keine Kosten und Mühen, gewaltige Bauwerke in die Tat umzusetzen, wie die Freitagsmoschee. Sie ist die größte Indiens und bietet im 90 x 90 Meter großen Innenhof über 20.000 Gläubigen Platz. Um das wahre indische Leben näher kennenzulernen, ist ein Bummel durch Alt-Delhi ein Muss. In engen Gassen bieten Händler ihre Waren feil. Weltkulturerbe in Alt-Delhi ist die Ende des 12. Jahrhunderts begonnene 72,5 Meter hohe Siegessäule. Ein Meisterwerk der Moslemkunst. Beim Bau der Moschee fanden auch Säulen aus zerstörten Hindu-Tempeln Verwendung. Die nicht rostende 7 Meter hohe Eisensäule soll 1600 Jahre, wenn nicht älter, sein. Das Humayun-Grab aus dem 16. Jahrhundert weist islamisch-persische Elemente auf und gilt als Prototyp der Mogul-Mausoleen. Wir steuern Agra an. Ein Juwel islamischer Architektur ist das Grabmal Itimat-ud-Daula. Filigrane Einlegearbeiten und Marmorfenster, wohin man blickt. Am nächsten Tag, bei Sonnenaufgang, steht das meist fotografierte Bauwerk Indiens auf dem Programm. Das wunderschöne Gebäude Taj Mahal wurde gebaut von Shah Jahan für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal. Thank you.
Mächtige Sandsteinmauern prägen das von Kaiser Akbar Mitte des 16. Jahrhunderts begonnene Rote Fort. Der Weiterbau erfolgte durch seine Nachfolger. Im Innern der Festung entstanden prächtige Bauten. Im Jasminturm wohnte Shah Jahan als Gefangener seines Sohnes bis zu seinem Tod. Wir fahren zur knapp 40 Kilometer südwestlich von Agra gelegenen verlassenen Stadt Fatehpur Sikri. Kaiser Akbar ließ sie als neue Hauptstadt ab 1571 errichten. In der Audienzhalle beeindruckt der mächtige Thronpfeiler. Alle Gebäude sind reich verziert. In der Mitte sieht man eine Blumenkette und an der beiden Seiten sieht man zwei Tiere. Im Panj Mahal entspannten sich die Haremsdamen in luftiger Höhe. Nach gerade mal 15 Jahren wurde Fatehpur Sikri aufgegeben. Ob Wassermangel der Grund war, ist umstritten. Der Palast der Winde gilt als Wahrzeichen der rosaroten Stadt Jaipur. Mit seinen Nischen und Fenstern diente er den Haremsdamen dazu, ohne selbst gesehen zu werden, das festliche Treiben auf der Straße zu verfolgen. Elektro-Rikschas bringen uns in die im Zentrum quadratisch angelegte Hauptstadt Rajasthans mit ihrem chaotischen Treiben. Spannend wird es, will man die Straße überqueren. Wir schlendern eine Hauptstraße entlang, vorbei an einem bunten Warenangebot. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das von Jai Singh II. Zwischen 1728 und 1734 erbaute steinerne Observatorium. Eine der Sonnenuhren misst über 30 Meter. Die gesamte Anlage mit den vielen Messinstrumenten gehört zum Weltkulturerbe. Nicht weit davon liegt der Stadtpalast, heute ein Museum. Zu sehen sind unter anderem zwei große Silbergefäße, in denen der Maharaja 9000 Liter Gangeswasser zur Krönung Edwards II. Nach England transportieren ließ. Musik.
Der Weg zum nächsten Ziel führt am Mangsaga-Stausee vorbei ins 11 Kilometer entfernte Amber. Der Elefant will auch dorthin, um Besucher auf die Festung zu tragen. Wir nehmen aber einen Jeep. Amber war während Jahrhunderten Hauptstadt. Oben am Fort angelangt, tauchte man in den Reichtum der Mogulzeit ein. Mächtige Tore, Höfe, Treppenaufgänge und Säulenpavillons tun sich auf. Einmalig der Spiegelpalast. Weiter geht die Reise nach Jodhpur mit seinem gewaltigen Fort. Bevor man zum Fort hinaufgeht, lohnt der Besuch dieses prachtvollen Grabmals. Errichtet nach dem Tod des 1895 verstorbenen Maharajas von Jodhpur. Das Fort wurde auf einem 120 Meter hohen Felsen errichtet. Die Paläste sind aus Sandstein gebaut, der kunstvoll behauen ist. Prunkvoll ausgestattete Räume können besichtigt werden. Der Ausblick auf die sogenannte Blaue Stadt ist von hier oben einzigartig. Zum Abschluss wollen wir den Sardar-Markt mitten in der Altstadt besuchen. Tuk-Tuks stehen bereit, das Abenteuer kann beginnen. Mitten auf dem Sardar-Markt steht der imposante, von den Briten erbaute Uhrturm.
Ein Bummel durch das lebhafte Markttreiben lohnt sich.